So, herzlich willkommen zurück. Folge 16, auf geht's. Die Alien Base. Wie sieht es mit meinen Baracken gerade mal aus? Die Soldiers. Noch verwundet. Noch verwundet. Weiß nicht, ob ich die unbedingt brauche. Sergeant. Aber wenigstens meinen zweiten Leutnant würde ich gerne haben, denke ich. Wäre, denke ich, ganz gut. Wie viele Soldaten habe ich eigentlich? Higher Soldiers. Mit 19 bin ich eigentlich ganz gut bedient, erstmal, denke ich. Ein bisschen hätte ich gern noch mehr Leute. Commander, our satellite is prepped and standing by for launch. We are ready to deploy it on your orders. So, Situation Room. Welchen Tag haben wir? Counts Report. Oh. Da kann ich ihn noch retten, Alles klar, da kann ich ihn noch retten hier. Launch Satellite. Launch. Perfekt. Da habe ich alle drin gehalten. So, und da würde ich sagen, ich mache nochmal kurz den Counts Report und dann greife ich das Ding an. Great B, ein UFO escaped. Sehr gut. We hope that your current We have wave bonus habe ich jetzt auch. Only mark the beginning of an enduring effort to eliminate the extraterrestrial threat. Remember, we will be so, build facilities. Ich brauche nämlich noch einen Satellite Uplink, denke ich. Aber ich glaube, ich habe nicht genug Energie dafür. Nee. 42 und 43 Satellite Uplink. Jetzt 20 Ingenieure? Mhm. 25 Ingenieure? Wieso darf ich die nicht? Wieso habe ich die nicht? Das rotiert mich. Das mal kurz. Build by Items. Was kann ich denn hier bauen? Scope, Nanofibrist. Armor 9, Reaper Rounds, Medikit, Ghost Grenade. Okay, ich könnte meine Leute unsichtbar machen. Mit der Ghost Grenade. Oder ich kann die Gegner vergiften. Satellite, Phoenix Cannon, Defense Matrix, Uplink Touches. Diese sollte ich, glaube ich, irgendwann mal bauen. Auf jeden Fall baue ich davon noch einen. Weil schließlich habe ich, glaube ich, noch die Kapazität, genau, für einen weiteren. Den baue ich auf jeden Fall auch mal. So. Nein, nicht Hangar. Officer Training School, würde ich ja nochmal reinschauen. Squad Size 2 könnte ich noch kaufen. Purchase auf jeden Fall. Ich würde gerne 6 mitnehmen. Rapid Recovery ist, glaube ich, auch ganz günstig. Wenn ich jetzt so eine Mission mache. Ja. Das andere Geld würde ich mir gerne aufheben für wichtige oder andere Sachen. The Soldiers. Hardcore Saxony ist noch 3 Tage verwundet. Das hat auch einen Captain. Ich habe hier Guppy, mich, Creeperman, Gypsy, Lieutenant Juliet, All in this. Achso, this Assault. Ne, irgendwie. Shirley Holmes 2, Emma Watson 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hab doch 6 Leute. Zumindest sieht es für mich dann noch aus. So. Und kurz beim Hangar nochmal gucken, wie die Schiffliste ist. Laser Cannon. Okay, da habe ich ja schon Teile mit Laser Cannon. Ich zeige dann gerade jetzt mal die Alien-Basis an. Ja. Ach, Skeleton Key required. Alles klar. Build by Items. Brauche ich Alloys? Okay, ich kann noch gar nicht. Ich muss doch erstmal die nächste Mission abwarten.
brauche mehr Waffen. Assign new construction build by build by facilities. So. Scan for activity. Scramble interceptors, laser cannon, go go go. Dann wird es wohl erst in Folge 17 losgehen mit dem Angriff. Oh oh. Sehr gut. Hat zwar Damage genommen, aber es sollte noch passen, denke ich. So, Send Sky Rangers. Clear Unit. Hier würde ich gerne Shelly Holmes mitnehmen. Gypsy Neumann in Support. Wäre, glaube ich, nicht schlecht. Ich nehme Reaperman, glaube ich, mal da raus. Und nehme dafür Emma Watson mit. Make items available, accept. Edit Unit, loadout. Customize. Die Variante bitte. Edit Unit, loadout. Customize. Moment mal. Aber Chris Reaperman ist, glaube ich, besser, weil der kann sich schneller regenerieren, wenn er getroffen wird. Und daher nehme ich, glaube ich, über ihn mit. X-Hole Rocket Launcher macht irgendwie mehr Schaden. Keine Ahnung. Vielleicht lasse ich nicht mal 70 Aim. Sieht besser. Oh, 55 Aim. Edit Unit, Loadout. So. Customize. Hat hier andere. Irgendwie sowas, glaube ich. Ja, ich würde sagen, so gehe ich mal da rein. Warum der Moment mal kurz? Der muss so was nehmen. Gypsy ist nicht von mir benannt. Die beiden sind demodifiziert. So, ich würde sagen, dann geht's jetzt los. Jetzt noch mit 6 Leute auf so ein Raumschiff. Nach Südamerika. Brazilian authorities have requested our help, so that's where we're going next. Ich sehe das Raumschiff jetzt schon, Leute. This is Big Sky. We're just north of the crash site. Strike One is in position to engage. Loud and clear, Big Sky. We'll monitor those readings from here. Strike One is authorized to assault the alien craft. Das ist also hier in dem Bereich, wenn ich mich das vorhin richtig orientiert habe. Ja, wie gehe ich jetzt davor? Ich könnte hier oben rüber gehen oder ich kann. Nee, dann kann ich gar nicht gehen. Ich sollte hier unten rumgehen, denke ich. Lass mal da hin. Bisschen schauen. Gypsy Neumann, gehen wir da in die Mitte. Weiter wird es auch nicht so schnell entdeckt. Du gehst dahin. Und jetzt weiter immer watchen. Sondern mit Chris Reaperman. So. Du gehst am besten mal dahin. So, und dich schicke ich. Ach. Mist. Dann dahin. Los geht's! Das ist mir nicht ganz so weit vorne. Okay.
Das hört sich nach Mech an. Ah, jetzt sind die still, wo das erste Mal auf Mech aus, ja? I'm on the move. Huh. Ich glaube, ich gehe lieber so fast hin, huh? Da das Raumschiff ist. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war. Ich habe erstmal nichts gesehen. Das erleichtert mich schon mal sehr. Ach stimmt, der hat jetzt den Entfernungssensor. Bin unterwegs. Hätte ich ihn dann doch ein Stück vorziehen sollen. Das hört sich definitiv nach Mechas an. Soll es irgendwo sein? Hm. Wundere mich, dass er so weit außerhalb ist. Hab's gehört. Wundert mich sogar sehr, dass es so weit außerhalb sein soll. So, Gypsy. Oh, ich pack mal einfach mal hier daneben, denke ich mal. Mir fehlen echt noch ein paar stärkere Waffen. So, und ich klicke mal hier hin. Unterwegs. Einmal quer rüber. Map. Die läuft irgendwie nicht so weit wie meine anderen, meine Chili Homes. Ich glaube nicht, dass wir hier alleine sind. Da muss ich dir recht geben, das glaube ich auch nicht. So. Da ist es. Genau das haben wir gesucht. Erstmal die beiden Meldsachen einsammeln, dann kann ich mich immer noch ganz in Ruhe dann in das Raumschiff bewegen. Bewegung, Bewegung, Bewegung! Du. Na, zieh dich noch ein Stück vor. Ich glaube erstmal nie. Man weiß ja nie. Der hat glaube ich sogar einen Bonus für Reaction Shots, dass er da keine Ziehung, dass er kein Zielgenauigkeitsabzug mehr kriegt und sowas. Deswegen ist das schon ganz gut. Ich glaube, ich habe was gehört. Ich erstmal dahin, da habe ich möglichst viel Deckung. Nach vorne. Wie weit kommst du? Du kommst bloß bis dahin. Okay. Pack ich mal in hier Overwatch wohl hin sozusagen. Ja, nicht heilen. Overwatch, dankeschön. Ich weiß, dass er nach rechts ein bisschen offen ist, aber ich hoffe, das macht Overwatch stark genug weg. Und du rutschst mal ein Stück nach, dass du auch wieder irgendwie beim Team bist als Sniper. So, jetzt hole ich mir erstmal wieder hier das Meld.
Mal gucken, wo ich jetzt hier reingehe in das Ding. Wie weit darf ich die werfen? Was deckt das auf? Das nützt mir nicht so viel. Noch nie. Ich würde es ziemlich gefährlich, was ich da mache, den so weit nach rechts offen hinzustellen. Nee, nicht mit der letzten wieder irgendwie vorpreschen. Einfach so. Ich stehe jetzt schön kompakt da. Schon wieder da hinten was. Bin unterwegs. So, dich lasse ich erstmal. Am Ende, brauche ich einen Sniper vielleicht noch. Sozusagen meine Wand hier, die ist weit die Vorrücken da. Lass mal dem hinterher. So, lass mal dem hinterher. Ich würde sagen, die Verbleibenden decken mir was den Rücken, falls da irgendwas kommt. Sowas. The aliens have outfitted the sectoid creature we previously encountered with some form of mechanized body armor. This was likely an effort to improve their combat power. We should exercise caution. So. Ich muss wahrscheinlich mal hier rumgehen. Kann ich das hier noch hier irgendwie reinwerfen? Ja, ja, da würde ich gerne hin. Ja, genau da. Empfange Signal vom Gefechtsscanner. So, da sehe ich die nämlich wieder beide. Oh, die ist ja in Schussreichweite. Oder in Schussposition. Die soll man lieber auf Overwatch gehen. Die ziehe ich mal ein Stück vor. Ich lasse sie wahrscheinlich versuchen, mir rauszulocken. Indem ich mit ihr ein Stück weggehe. Ich hoffe mal, der kommt zuerst raus. Der kommt hinten raus. Oh shit. Oder auch gar nicht. Hä? Hä? Der kann den Mecha verstärken? Oh fuck. Fuck. Der Mecha steht jetzt hier irgendwo in der Ecke. Hier ist eine Tür. Eine Schredderrakete wäre, glaube ich, jetzt angebracht, denke ich. Ja, Schredderrakete, komm. Shredded. Darf ich nicht zu weit vorgehen? Wenn das passiert, wenn ich jetzt auf. Moment, der hat bloß ein Schild gegeben. Zählt bei dem bloß das Schild. Das ist ja mies. Der kann nie wirken. Beide kriege ich nicht. Wie ich drei. Und der brauche ich nämlich mal eine Unterstützung jetzt hier, ein bisschen Defense-Erhöhung und so.
Ich will den nochmal schreddern. So, der geht auf Overwatch. Und mehr die auf Overwatch gehen, kann ich auch nicht. Ich muss sie gerade kommen lassen. So wie der dort steht, kann ich ihn einfach nicht treffen. Das ist mies. Jawohl. Kommen wir noch ein Stück vor. Jawohl. Jawohl, Alter. Der ging. Der rockt. Schaden, ja. Oh oh. Aua, aua. Au, 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 au. Wird auch mal schießen. Ah, 5 Schaden. Na gut, das geht noch. Er überlebt erstmal. Wenn der jetzt nicht noch irgendwas macht. Prozent. Kopie. Ah, komm, Kopie. Ich will ihn wieder haben. 100% hier. Mach weg. Oh, explodiert? Ne, gut, macht das Puff. Brauche ich eigentlich nicht zwangsläufig meine Pistole. Nein! Shit. Das war nicht so geplant. Ach. Ach, der ist ja auf Overwatch. Ach, Mann. Der schießt, trifft wenigstens. Was ist denn, warum ist Y oder sowas denn? Feldposten gehen. Na komm. Ich wollte eigentlich meine Pistole nehmen für den. Na gut, so geht's auch. Sergeant Holmes. So, das ist die erste Begegnung mit dem Echos. Die gehen sogar. Ich glaube, das liegt aber daran, dass ich meine Heavies ziemlich oft gegen Mechs trainiert habe. Gegen mechanische Einheiten. Es hilft. Und der Bonus auf meinem Reaction-Shot war auch sehr nice. Also noch Leben regeneriert. Da ist noch mehr. Okay, die gehen ja noch. Wenn sie nicht gleich schießen. Schade. Aber das war zu erwarten bei ihr. Ach, mein Sniper steht da richtig scheiße. Das ist einfach mal Fakt. So, der hat eigentlich noch genug. Und du gehst mal auf Overwatch. Dashing ist es halt direkt. Okay, da kann ich auch hingehen. Overwatch. Gypsy hat, glaube ich, einen ziemlich hohen Aim-Wert. Die sollte lieber auch hier auf Overwatch gehen. Und du kannst sie, glaube ich, einmal verdrücken. Und dann, und dann mal nachladen, damit ich nicht alle gleichzeitig nachladen müssen. Hm, die wollen wir nicht vorkommen. Wow, shit. Wow, shit. Ne, nicht Frag Grenade. Ah, ich darf nur die Frag Grenade nehmen. Wow. 69, 62, 6. Der kann von so viel getroffen werden. In Bewegung. Da kommt er jede Menge rum. Muss die Leute hier in Sicherheit bringen. Geht auf jeden Fall auf Overwatch, ey. Meine Fresse, ey. Den muss ich noch irgendwo hinbringen, wo er halbwegs in Sicherheit ist im Idealfall. Ich denke hier.
Nee. Alles auf Wachposten sozusagen gehen. Wenn die rumkommen, dass sie richtig auf die Fresse kriegen. Also, da löst wahrscheinlich viel zu viel aus. Nee, löst bloß. Schlüpfst die aus, die daneben trifft. Der trifft, sehr gut, ist er tot. Oh shit, der hat auch meinen Sniper ausgelöst. Das ist richtig mistig. Blutruf? Hm. Ja, wieder meine Leute in Panik versetzt, wenn da glaube ich irgendjemand stirbt oder sowas. Oder verletzt wird, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher, wie das war. Critical. Ich brauche kein Critical, aber ich will auf jeden Fall einen wegmachen. Wenn der 100% hat, mach ich den weg. X-Ray neutralisiert. 30%, ey, das ist so wenig. Prozent ist auch so wenig. Doppelschredder habe ich halt schon benutzt. Ich könnte hier noch eine Runde reinhauen mit Rakete. Ich immer noch den Typen, der da vorne steht. Und ich weiß nicht, ob da noch mehr steht. Ist echt nicht so easy. 18 von der trifft das eh nie. Aber dann machen wir dein Holotate-Ding. Dann treffen die anderen besser. 40. Problem ist, der muss mal hier hin. Um von ihr geheilt zu werden. Sonst könnte er demnächst sterben. Und ich habe keine Lust, dass mir Guppy stirbt. Bin ich echt kein Fan von. Na, beste Variante habe ich wahrscheinlich nicht mit dem zu schießen. Oh, sogar getroffen. Wow, nice. Hat man jetzt zwei. Ich versuche jetzt mal zu schocken. 80%, komm, klapp. Sehr geil, Newton gefangen. So, muss ich aber die noch schützen. Gehen wir hier hin, um da aufzuklären. 43% ist nicht so schlecht und ich habe aber nur noch 7. Ich mach mal Overwatch. Dass er möglichst nicht läuft. Ja, er schießt einfach nur. Und trifft nicht, sehr gut. Ja, da kommt das andere Mute von. Das übergebliebene. Au. Deswegen habe ich geheilt. Der wäre so tot gewesen ohne die Heilung. Ach nein, das war gar nicht der mit Heilung. Das war der geheilt wurde. Ah, er muss nachladen, das ist natürlich ungünstig, äußerst ungünstig. Kann ich ihn irgendwie aus dem Sichtfeld bewegen? Kann nur hier nach vorne bewegen, um aus dem Sichtfeld zu kommen. Da bin ich nie so ein Fan von. Ich kann, glaube ich, da einen bewegen, ganz, das ist, glaube ich, ganz sicher. Und dann hier nachladen. Du kannst eh gerade nicht schießen. Dann lädst du mal bitte nach. Wie mache ich das jetzt? Bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ich gehe mal hier in die... Ja, an die Stelle. 35 und 27, das ist ja nicht so viel. 43 und 40.
auf dem Weg. Geh mal hier hin. Ja, okay, hier kann ich wirken. Sehr gut. 51, komm. Daneben. Shit. 53 ist schon mal deutlich besser. Intimidate. Ach, das war der Blood Call. Ah, jetzt gehen meine Leute auf die Barrikaden. Oder auch, nee. Finde ich gut. 37. Ja, das wäre fast klar. I'm on it, Commander. 60. Komm, versuch's. Ach, schade. Au. Der andere kann ihn zum Glück gerade nie sehen. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Jetzt habe ich ein Problem. Oh, voll ins Gesicht. Ich versuche den mal wegzumachen jetzt. Da habe ich die Wahrscheinlichkeit. Voll. Ich liebe den Sniper. 12 Critical. Bam! So. Du musst auf jeden Fall hier weg. Weit weg. Ich glaube, das ist eine gute Variante. Der muss... kann eine Rakete schießen höchstens. Erstmal Holotage-Ding. Auch wenn ich nie treffe, hilft mir es immer noch weiter besser zu treffen. Ne, die geht mal auf Overwatch. Problem ist, das heißt, wenn der zwei Leben regeneriert, hat er noch 7. Will ich nochmal Health auf ihn benutzen oder nicht? Ist ja nicht so wahnsinnig viel. Ich glaube, ich nehme die sichere Variante und benutze hier Leben. Hab ich noch jemanden? Ne, nur noch ihn. Ich habe keinen einzigen auf Overwatch. Wenn ich mich nicht alles täuscht. Das wird ekelhaft. Bin ich mal gespannt, was er jetzt macht. Vermutlich läuft jetzt übelst neben meine Flanke. Ach doch, du hast Overwatch. Ehrlich. Jetzt hätte ein Blinder mit dem Krüschstock getroffen. Okay, er läuft zweimal, das ist schon mal sehr gut. Dann ist nämlich weder auf Overwatch noch kann irgendwas dagegen tun, wenn ich jetzt rankomme. Muss ich mich aber irgendwie positionieren. Ach Gott, was hat der für einen schlechten Aim-Wert, ey. Alter Schwede. Ich dem Scope wieder mitgeben, wenn überhaupt irgendwas trifft. Ja, aber ich kann jetzt auch mich hierhin positionieren. Komm bis da. Da komme ich aber auch hier hin. Da habe ich bloß halbe Deckung. Ist nie so gern gesehen. Mein Sniper kann ich aus dem Übelst bewegen, weil der trifft da eh nichts. Oder kann ich ihn hierhin bewegen vielleicht? Ich weiß nicht, ist irgendwie. Ich bewege einfach mal dahin. Sehen, ob er dort dann einen Visual kriegt. Ne, irgendwie nicht. Sehr gut. Die stelle ich mal hier hin, denke ich, damit du dann in der Nähe bist zum Heilen. Ach ne, du bist ja gar nicht die Heilerin. Damit du einfach in der Nähe bist. Du bist die Heilerin. Ich denke, die stelle ich trotzdem. Na, dann packe ich dich hier hin. Mal nachladen. Du triffst eh fast nicht.
Verstehe zwar nicht warum, aber du triffst eh fast nicht. 46% hat er. Sollen wir das nochmal? Okay, daneben. Okay, und der Todehatschling funktioniert nur einfach. Ich gehe nochmal auf Overwatch, und wenn ich irgendjemand auf Overwatch haben, dass er nicht einfach rumlaufen kann. Okay, er schießt. Er hat mir die Deckung weggeschossen, okay. Das ist nicht ganz so schlimm. Schlimm ist eher, dass mein Sniper immer noch nicht wirken kann. Der kann nicht hier durchschießen. Wow, den habe ich ja auch noch. Prozent, 70%. 76, 46. Ich glaube, da werde ich mal lieber meinen 70%igen dann mal Schuss mal versuchen. Ein bisschen risky, was ich hier mache. 52, es ist so lächerlich. 22, der trifft so quasi wie nix. Sagen 76 auf den. Aber der tut auch ordentlich weh, der nimmt die gleiche Waffe. Ehrlich, der trifft den nie. 62 nochmal auf den. 5. Es geht wieder keiner auf die Barrikaden bei mir. Sehr gut. Wir können noch eins fangen, theoretisch. Aber wir müssen es versuchen, da habe ich eine 70% Chance immerhin. Komm, ich versuche das mal. Noch ein zweites mitzunehmen. 70% glaube ich mit die beste Wahrscheinlichkeit, die ich jetzt habe. Sehr gut. Wir tun das Stunt. So, und 71%. Jawoll! Perfekt! Perfekte Mission hier! Geil. Trotz Mechas und Zeug, perfekte Mission. Ein Tag, zwei Tage, vier Tage, das ist alles nicht so schlimm. Warum die hier... Ach, der hat keinen einzigen Kill gemacht, der hat nur Leute gestunt. Fuck. Excellent work, Commander. Capturing the alien subjects alive allows for a much wider range of experimentation versus the expired specimens. Shane's Research Project. Stimmt, die habe ich jetzt Autopsie und sowas und Interrogate, das habe ich alles instant. Der ist wütend. Plasma. Research Credits für Plasma Weapons. Achso, hier. Ja, ich würde sagen, das ist da erstmal das Ende von Folge 16. Danke fürs Zuschauen. Ich mache gleich noch was mit der Forschung. Also wie gesagt, danke fürs Zuschauen für Folge 16. Bis bald.